Versuchen wir wieder die Winkel einzuzeichnen. Beginnen wir beim Punkt A und natürlich nennen wir diesen Winkel dann Alpha. Ja, jetzt können wir überlegen, gibt es irgendwo noch einen Stufenwechselwinkel oder einen Gegenwinkel? In dieser Figur an sich nicht. Das heißt, Alpha steht hier erstmal alleine. Dann nennen wir hier diesen Winkel. Ich nenne den hier mal Beta 1. Und zu Beta 1 gibt es den Nebenwinkel Beta 2. Das Schöne an Nebenwinkel ist ja immer, dass die zusammen 180 Grad ergeben. Also wenn wir Beta 1 plus Beta 2 rechnen, ergibt das gesamte 180 Grad. Denn die liegen genau auf dieser geraden AC. Ja, jetzt überlegen, Beta 1, mit diesem Winkel können wir die Stufe nach unten gehen. Denn CD und BE, die sind parallel, werden wieder von dieser Geraden geschnitten. Das heißt, dieser Winkel, Beta 1, muss natürlich in dem Fall wieder hier auftauchen. Man könnte jetzt diese Gerade hier wieder ein bisschen verlängern. Und dann könnte hier das Ganze mit Beta 2 natürlich genauso machen und Beta 2 hier notieren. Wäre auch wieder ein Stufenwinkel. Hier könnte man dann diesen Gegenwinkel von Beta 1 anzeichnen, beziehungsweise den Gegenwinkel von Beta 2. Brauchen wir hier aber erstmal nicht. Dann machen wir das Ganze bei E. Nehmen wir mal rot. Das hier wäre der Winkel Epsilon 1 und da C und D und B und E parallel zueinander sind, können wir wieder die Stufe nach unten wandern und Epsilon 1 einzeichnen. Nennen wir den Winkel Epsilon 2. Wir können hier wieder diese zwei Geraden etwas verlängern und könnten in dem Fall hier Epsilon 2 als Winkel notieren. Also auch wieder den Stufenwinkel bzw. den Nebenwinkel zu Epsilon 1. Und das wäre es schon wieder.